Willkommen im Wald. Ich bin der Ben und heute geht es um den Wildschwein-Dreiteiler, den ich schon seit relativ langer Zeit plane mal zu machen. Und zwar, weil ich bei der Recherche im Internet herausgefunden habe, dass in allen möglichen Foren zum Thema Wildschwein, auch bei gutefrage.net oder wie die Seite genau heißt, jede Menge Leute Fragen haben, wie gefährlich denn jetzt nun so ein Wildschwein sei. Und ich bei den meisten Outdoor-YouTubern jetzt keine Antwort gefunden habe, die mich so richtig zufriedenstellen würde. Mit Ausnahme von diesem einen sehr guten Text bei Kai Sackmann auf der Homepage. Der ist prima, auch super recherchiert, aber das ist ein Text und kein Video. Denzufolge nimmt es mir hoffentlich nicht übel, wenn ich entsprechend jetzt das Video dazu übernehme. Und bevor man jetzt erklären kann, ob ein Wildschwein nun gefährlich ist oder nicht, sollte man erstmal sich mit dem Tier an sich ein bisschen auseinandersetzen, weil ich es einfach blöd finde, jetzt zu sagen, die Sau ist gefährlich, die ist böse, was im Übrigen nicht stimmt. Und deshalb im ersten Teil, dieser hier, geht es jetzt erstmal so ein bisschen allgemein darüber, was ein Wildschwein eigentlich ist, wie es aussieht, was es so macht, Biologie im Wesentlichen. Ja, erstmal ein paar Worte zur Systematik. Systematik meint, wie ist das Schwein jetzt mit anderen Tieren verwandt und wo kommt es her? Das Wildschwein gehört zu den Huftieren, das heißt Hirsche und Pferde. So ganz grob mal gesagt, das sind jedenfalls die häufigen Tierarten, die da dazugehören. Auch Ziegen, Schafe, etc. Und das Schwein ist da ein besonderer Sonderfall. Zunächst mal ist es ein Paarhufer, das ist jetzt noch nichts so Besonderes. Das ist auch das Reh, der Hirsch, eben besagte Ziege und auch das Schaf. Jedenfalls ist das Schwein von daher ein Sonderfall, weil es der einzige Allesfresser unter den Huftieren ist. Zumindest unter den Paarhufern. Und das heißt, das Schwein ernährt sich sowohl von Fleisch als auch von pflanzlicher Kost. Also im Prinzip genau wie der Mensch. Und in dieser Eigenheit als Allesfresser unterscheidet sich das Wildschwein eben von fast allen anderen Huftieren, die auf den Abbau von Zellulose spezialisiert sind, weil sie entweder einen Pansen und diverse andere Mägen haben, zum Beispiel auch die Kuh, oder sie einen sehr langen Blinddarm aufweisen, wie das beim Pferd der Fall ist und da im Darm dann auch entsprechend Zellulose abgebaut werden kann und solche Tiere eben dann riesige Mengen grüner Pflanzenmaterialien fressen können und sie dann auch verdauen. Das kann das Wildschwein nicht. Kommen wir zu den äußeren Merkmalen vom Wildschwein. Also zunächst mal kann ein Keiler tatsächlich bis 250 Kilo schwer werden, also viel schwerer, als man jetzt normalerweise vermuten würde, wenn man sich die Viecher in Deutschland anguckt. Das ist dann in Rumänien oder auch in nördlicheren Teilen von Polen bis hinauf an Rand von Sibirien. In der Jägersprache heißt das Wildschwein auch Schwarzwild wegen der sehr dunklen Fellfärbung, insbesondere des Winterfells. Das Sommerfell, das wechseln sie dann im Frühjahr kurz aus, haben es über den Sommer und im Herbst beginnt schon wieder das Winterfell zu wachsen, ist deutlich heller in der Färbung und eher braun. Frischlinge haben dann diese charakteristischen Streifen. Diese sind ja auch relativ niedlichen Streifenmuster in Anführungszeichen. Die sind auch individuell für jeden Frischling einzigartig und die Mutter kann sie auch daran auseinanderhalten. Ganz wichtig ist, wenn man männliche und weibliche Wildschweine unterscheiden will, da die Größe ja per se nicht mal hilft. Das könnte ja ein junges männliches Schwein oder ein altes weibliches Schwein sein, also Größe ist kein gutes Unterscheidungskriterium. Hingegen hilfreich ist, insbesondere wenn man das Schwein geärgert hat, wenn es die Haare am Rücken in Form eines Kamms aufstellt, nennt man auch Federn, dann ist es auf jeden Fall ein Keiler, der gleich zum Angriff überzugehen gedenkt. Wäre dann sinnvoll, das Weibchen zu suchen. Aber das kommt im dritten Teil dieser Reihe. Weibchen haben in der Regel einen etwas längeren Rüssel, beziehungsweise er sieht zumindest länger aus, weil er etwas schmaler ist, aus dem nicht deutlich Zähne hervorragen, die hoffentlich jetzt hier oben rechts irgendwie eingeblendet sind. Also daran kann man dann schon mal relativ sicher sein, dass man es mit einem Keiler zu tun hat, wenn da eben die Zähne entsprechend rausragen. Wenn das nicht der Fall ist, ist es entweder ein sehr junger Keiler oder ein Weibchen, eine Bache. Ein paar Worte zum Rüssel. Der Rüssel weist die längste Riechfläche bzw. die größte Riechfläche im Tierreich auf. Das heißt jetzt nicht, dass das Wildschwein damit die aller feinste Nase im Tierreich hätte, aber es wäre auf jeden Fall ein Anwärter auf Platz 1. Auch sehr gut riechen tun zum Beispiel Wölfe, aber das Wildschwein hat schon eine extrem gute Nase und kann zum Beispiel Mäuse und anderes Getier unter dem Boden, also im Boden quasi riechen und findet auch, wenn es entsprechend abgerichtet ist, für diverse französische Bauern Trüffel
im Wald. Die haben ein Trüffelsuch-Wildschwein, das quasi zahm ist, aber halt eben Trüffel sucht und dafür dann ein entsprechendes Leckerli bekommt, wenn es einen Trüffel im Waldboden gefunden hat. Dann noch ein paar Worte zu den Hauern, auch Gewehre genannt, dann wieder im Jägerfachlatein oder auch Gewaff. Die Hauer von der Wildsau können bis zu 30 cm lang werden, allerdings ragen die untersten 10 cm noch nicht aus dem Kiefer heraus, also die sieht man nicht. Also wenn man da tatsächlich einen 20 cm langen Hauer rausragen lässt, dann hat man so quasi mit dem Maximalmodell ungefähr zu tun. Das ist auch bei europäischen Wildschweinen eher selten, aber 10 cm reichen die gut bei einem alten Keiler. Und da kann man sich vorstellen, dass das dann doch ein wenig wehtut, wenn er damit angreift. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zum Rüssel. Dieser ist nicht nur zum guten Riechen, sondern auch als Grabewerkzeug konzipiert, womit sich das Wildschwein eben diese besondere Spezialität und die ökologische Nische nennt man das, wenn sich quasi ein Tier einen Lebensraum erschlossen hat, der für alle anderen Tiere nicht oder schlecht erreichbar ist. Und im Fall vom Schwein wäre es halt, dass es graben kann. Also keine andere mitteleuropäische Tierart gräbt nach ihrem Essen in einem Ausmaß, wie das das Schwein kann. Das macht zwar auch der Dachs, aber der frisst wieder primär andere Dinge und auch einfach andere Mengen, als das Wildschwein braucht, so groß wie es ist. Also dieses Graben und dieses Aufbrechen von selbstgefrorenem Boden verleiht dem Schwein schon einen gewissen ökologischen Vorteil. Und nun noch ein paar Fakten zum Wildschwein. So das durchschnittliche Wildschwein, was einem im Wald begegnen könnte, würde wahrscheinlich so irgendwas zwischen 50 und 60 Kilo wiegen, also ein relativ kleines Schwein. Das liegt einfach daran, dass ältere Schweine ziemlich selten sind, was unter anderem an der Bejagung liegt, aber auch noch andere Faktoren spielen eine Rolle, das ist alles gar nicht so einfach zu erklären. So ein Schwein ist dann so ungefähr 1,20 Meter lang. Also schon ordentliche Stückchen, die sind also größer, als man sich jetzt fast schon vorstellen möchte. Beziehungsweise was man eben aus dem Tiergatter oder Wildgehege oder ähnliches kennt, sind dann meistens sehr alte Schweine, die so im Wald eben sehr selten sind. Also diese riesigen Brockenkeiler in Anführungszeichen, die müsste man im Wald wirklich lange suchen, bis man so einen finden möchte. Insgesamt sind weibliche Schweine etwa 20-30% leichter bzw. kleiner als männliche Schweine. So ungefähr beim gleichen Alter. Was auch nochmal dazu führt, dass das Wildschwein als gefährlich angesehen wird, ist, dass es sehr schnell rennen kann, nämlich bis zu 50 km/h und das halt eben auch über Stock und Stein mitten durch den Wald. Das kann kein Mensch, hat man also quasi keine Chance zu entkommen, wenn das Wildschwein angreift. Diese Geschwindigkeit kann es zwar nicht lange durchhalten, aber es reicht normalerweise, um jeden eventuellen Mensch, der irgendwie dem Schwein dumm kommt, einzuholen und theoretisch schwer zu verletzen. Die Wildsau gehört zu den intelligentesten Tierarten im deutschen Wald und wäre allenfalls vielleicht noch mit dem Fuchs zu vergleichen. Man sieht das auch daran, dass wenn man mal schaut, dass das Hausschwein ein 33,7 oder so ähnlich Prozent geringeres Hirnvolumen hat als das Wildschwein. Also diese wilde Lebensweise, wo selbst die Nahrung gesucht werden muss, führt einfach dazu, dass mehr Hirnkapazitäten erforderlich sind, um seine Nahrung zu finden, um zu überleben in der freien Natur, während das Hausschwein ja quasi jeden Tag sein Essen vorgesetzt bekommt. Und das ist auch schon seit der Jungsteinzeit nicht anders. Also man kann bereits aus der Jungsteinzeit erste domestizierte Schweine nachweisen, die eben dann jahrelang gezüchtet wurden, um möglichst viel Fleisch zu geben. Aber die brauchten dann nicht mehr besonders intelligent zu sein, dass sie ja ihr Essen jeden Tag vorgesetzt bekommen. Allgemein ist es grundsätzlich so, dass Tiere, die andere Tiere fressen, beziehungsweise einen besonderen Lebensstil pflegen, meistens intelligenter sind als andere Tiere. Also es gibt halt einfach den Grundsatz, ein Jäger sollte schlauer sein als die Beute, die er fängt. Und da das Wildschwein sich eben auch von Fleisch ernährt und teilweise auch ein bisschen jagen geht, macht das durchaus Sinn. Neben dem tollen Geruchssinn verfügt das Wildschwein auch über ein ausgezeichnetes Gehör. Also wenn man sich durch den Wald bewegt, ganz normal über den Weg geht oder ähnliches, kann man sicher sein, dass wenn nicht wirklich gerade sturmartige Verhältnisse herrschen oder die Schweine mit was weiß ich was beschäftigt sind, sie einen auf jeden Fall hören, bevor man sie selbst hört. Selten kommt es mal vor, weil dann ist wirklich ordentlich Wind oder sie haben irgendwelche anderen Störgeräusche im Ohr von einer nahen Autobahn oder ähnlichem, dass es tatsächlich passieren kann, dass ein Spaziergänger sich einer Rotte Wildschweine unauffällig nähert. Aber normalerweise hauen sie dann ab oder wenn sie einen tatsächlich nicht entdeckt haben, dann kann man ja als Spaziergänger relativ gut im Rückzug antreten, aber auch das im dritten Teil. Was die Wildschweine hingegen nicht haben, sind gute Augen. Es kursiert das Gerücht, dass wenn man ganz still steht und die Wildschweine einen nicht riechen oder nicht hören, sie einen für einen Baum halten können.
Das ist sogar richtig, weil das Augenlicht von den Wildschweinen wirklich nur sehr bescheiden ist und das eigentlich nur dazu taugt, um quasi nicht gegen den Baum zu laufen, in Anführungszeichen. Also wenn man sich still besteht und sich nicht bewegt, dann könnte es tatsächlich passieren, dass die denken, man ist irgendein Baumstumpf, ein großer Stein, eine komische Felsnadel, was auch immer. Aber sie tun sich dann manchmal doch schwer, einen als Mensch zu identifizieren. Aber so eine Situation wird auch wieder sehr selten eintreten, weil sie einen im Regelfall riechen oder vorher gehört haben. Das Wildschwein ist ein sogenannter Kosmopolit. Das heißt, es kommt mehr oder weniger weltweit überall vor. Ab weltweit, ja, Kosmopolit, eigentlich wäre es weltweites Vorkommen, aber man spricht schon bei einer sehr, 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 sehr großen Verbreitung ebenfalls schon von einem Kosmopoliten, obwohl es jetzt kein weltweites Areal, ein areales Schlaufe-Verbreitungsgebiet hat, das Wildschwein. Es kommt vor im Prinzip in fast ganz Europa, in England ursprünglich nicht, aber das ist mittlerweile eingebürgert, und komplett in Asien, außer dem Himalaya. Also da sind die auf jeden Fall natürliche Vorkommen. Im ganz, ganz hohen Norden kommt es irgendwann dann auch nicht mehr vor, aber dafür auch noch sogar auf Indonesien. Wie es da hingekommen ist, Also das sind nur die natürlichen Verbreitungsgebiete. Mittlerweile gibt es das Wildschwein, also unser Wildschwein, auch in Amerika. Das ist aber eingeführt worden durch den Menschen, vermutet man zumindest. Ist aber sehr stark anzunehmen, weil es als Jagdwild einfach sehr beliebt war und ist. Da, wo es vorkommt, wohnt das Wildschwein dann sehr gerne in Dickungen, insbesondere weil es da eben Schutz findet vor bösen Menschen und vor bösen Raubtieren, wenn es dann welche gibt. Also bei uns in Deutschland hat sich das Thema Raubtier erledigt. Es kann theoretisch sein, dass der Fuchs sich mal einen kleinen Frischling holt. Theoretisch tut das auch mal der Dachs möglicherweise, aber das war es dann auch schon. Wenn es Luchse gibt, dann haben die Wildschweine definitiv nicht so viel zu lachen, weil Vorhandensein von Luchs oder Wolf führt dann zu einer Frischlingssterblichkeit von bis zu 70%. Aber das nur am Rande. Ja, vorkommen tut es also eben vor allen Dingen in Dickungen tagsüber. Nachts ist die Wildsau im ganzen Wald unterwegs und sucht ihre Fraßplätze auf. Das sind dann meistens irgendwelche Laubholzbestände von Bäumen, die stark fruktifizieren. Also Esskastanie, Buche und vor allen Dingen die Eiche. Ja, und da fressen sie dann eben das Gleiche, was auch der Survivor fressen würde, nämlich Bucheckern und Eicheln. Und das ist quasi so Kraftfutter fürs Wildschwein. Also wenn sie das kriegen können, nehmen sie das. Wo sie noch anzutreffen sind, sind Flussauen, wo sie im Schilf unterwegs sind und Schilfwurzeln verzehren. Auch wieder was auch der Survivor verzehren könnte. Und ansonsten ernähren sie sich eben von sämtlichen Kleingetier, das sie im Boden finden. Würmer, Käfer, Insektenlarven, Was das Wildschwein für ein schweinisches Leben auch noch braucht, sind sogenannte Suhlen. Irgendwelche selbstgegrabenen oder natürlichen Feuchtgebiete, in denen sie sich von oben bis unten mit Schlamm einreiben können, um dann am nächsten Baum diesen Schlamm, sofern er dann getrocknet ist, wieder abzureiben. Das sind dann sogenannte Mahlbäume. Wenn man mal darauf achtet, im Wald irgendwo ein Feuchtgebiet findet, irgendeine schlammige Pfütze oder ähnliches, dann ist es meistens eine Wildschweinsuhle. Und wenn man dann in der Nähe noch Bäume findet, die ein wenig abgeschrappt aussehen und an denen am Stammfuß der Schlamm haftet, dann handelt es sich definitiv um einen Mahlbaum. Kann man mal ein bisschen drauf achten und ist eine schöne Gelegenheit, im Wald mal zu gucken, ob man sowas findet. Die Suhlerei dient einfach der Fellpflege, weil das Wildschwein mit seinem sehr, sehr kurzen Hals einfach nicht mit seinem Gebiss an den ganzen Körper rankommen kann und infolgedessen keine Chance hat, sich mit den Zähnen bzw. der Zunge der Fellpflege zu unterwerfen. Und so ist das Suhlen einfach quasi Schweinhygiene. Danach sind sie auch ordentlich sauber und das Ganze hilft gegen Parasiten, kühlt im Sommer. Und auch für den Survivor gilt, wenn dieser sich von vorne bis hinten mit Schlamm einschmiert, ist er ebenfalls vor Parasiten, Mücken, Zecken, Ähnlichem und Hitze geschützt. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, würde aber funktionieren. Sollte man in einer Notsituation tatsächlich ein Wildschwein fangen wollen, ist es gut zu wissen, dass Wildschweine feste Wechsel verwenden, also genau vorgemerkte Wege, in Anführungszeichen, durch ihr Revier. An denen halten sie auch sehr starr fest. Wenn man also an so einem Weg eine Falle installiert, diese ein paar Tage, ohne sie scharf zu machen, stehen lässt, die Falle dann scharf macht, dann hat man sehr, sehr, sehr gute Chancen, dass da irgendwann früher oder später ein Wildschwein reinläuft, weil sie eben auf ihren angestammten Wegen
viel und gerne unterwegs sind. Woran erkennt man jetzt so einen Wechsel? Insbesondere im Unterholz ist es relativ einfach, weil wenn da tatsächlich mal Lücken drin sind, die echt so aussehen, als könnte man da bequem gehen, oder teilweise sind auch wirklich schmale Pfade erkennbar, insbesondere eben in sehr dichten Waldbeständen, dann handelt es sich fast immer um Wildwechsel vom Wildschwein. Wie bei allen anderen Tierarten auch, insbesondere beim Fuchs, bietet sich mittlerweile für das Wildschwein auch die Stadt als Lebensraum an. Berlin hat interessanterweise die höchste Wildschweindichte Deutschlands, also völlig außerhalb vom Wald. Wirklich Großraum Berlin, weil sie da in den Hinterhöfen Müll ausräumen und alle möglichen tollen Sachen in Vorgärten und Ähnlichem zu fressen finden. Deshalb hört man auch sehr gerne, wenn man das Thema Wildschweinangriff googelt, von irgendwelchen Wildschweinangriffen wirklich mitten in Berlin, beziehungsweise eben im Randbereich, in den vornehmeren Vierteln, die dann schön nah am Wald liegen, mit tollen Villen und Ähnlichem. Da fühlt sich das Wildschwein auch wohl. Und das nächste Problem ist, weshalb das Wildschwein gerne als Schädling angesehen wird, dass die Vermeisung der Landschaft gleichzeitig für das Wildschwein die Eldoradisierung der Landschaft bedeutet. Weil Mais ist perfektes Schweinekraftfutter. Sie können im Maisfeld auch noch wohnen, tagelang, legen da irgendwelche riesigen Schläge an, bauen sich noch eine Sule nebenan und leben da quasi wie Gott auf Erden. Sofern ihr jetzt noch dran seid, wisst ihr jetzt, wo das Wildschwein sich ungefähr rumtreibt im Wald und könnt damit immerhin schon mal vielleicht Rückschlüsse darauf ziehen, wo ihr nicht rumlaufen solltet, wenn ihr nicht vom Wildschwein entdeckt werden wollt. Nämlich nicht in der Dickung, nicht im Maisfeld und auch nicht im Schilf. Im Übrigen ist das Wildschwein nachtaktiv bzw. dämmerungsaktiv. Eben wegen der Bejagung traut es sich tags nicht raus. Das bedeutet, tags braucht man eigentlich, sofern man eben nicht in besagter Dickung rumrennt, im Wald keine großartige Angst davor haben, von meinem Wildschwein überhaupt gesehen, wahrgenommen zu werden. Beziehungsweise das Wildschwein bemerkt euch schon, aber ihr das Wildschwein nicht, weil es einfach in seinem Versteck bleibt. Und ihr wisst jetzt, wie ein Wildschwein aussieht, wie groß ein Wildschwein wird und einfach so ein paar technische Daten zum Wildschwein. Und wenn euch das jetzt alles noch nicht gereicht hat, dann geht es im zweiten Teil weiter mit der Lebensweise vom Wildschwein und der intraspezifischen Kommunikation zwischen Wildschweinen und was man noch sonstiges über die Wildschweine wissen muss. Dankeschön!